Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie heute erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Ich möchte mich heute mit Ihnen ein wenig über Äthiopien unterhalten. Und was die Bibel über Äthiopien zu sagen hat. Nun, Sie mögen meinen, Äthiopien ist ja gar nicht so ein interessantes Land. Da steht ja nicht allzu viel heute in den Nachrichten drüber drin. Man liest viel über Ägypten, über Libyen, über Syrien und so weiter und so fort. Iran nicht zu vergessen, Jerusalem. Aber Äthiopien? Nun, die Bibel hat einiges über Äthiopien zu sagen, im Hinblick auf das, was bereits geschehen ist und auch im Hinblick auf das, was noch geschehen wird. Und Sie werden vielleicht überrascht sein zu hören, dass Äthiopien noch eine sehr wichtige Rolle im Weltgeschehen spielen wird. Und ich spreche jetzt nicht von der fernen Zukunft, sondern von der nahen, unmittelbaren Zukunft. Ich hatte in einer der letzten Predigten über Ägypten gesprochen. Und hatte bereits festgestellt, dass Äthiopien einmal der sogenannte König des Südens gewesen ist. Nämlich im Buch Daniel wird von zwei Königen gesprochen, zeitlich gesehen, historisch gesehen. Abläufe werden dargestellt von dem König des Nordens und seinen Wiederauferstehungen, will ich einmal sagen, und dann auch dem König des Südens. Und diese Kämpfe fanden statt zwischen diesen beiden gewaltigen Mächten. Und zu einer Zeit, zur Zeit Mussolinis, war Äthiopien in der Tat der König des Südens. Nun, die Frage ist, wird es noch einmal einen König des Südens geben? Denn die Prophezeiungen, die im Buch Daniel geschrieben stehen, behandeln ja die Endzeit. Und wenn es noch einmal einen König des Südens geben wird, wie wird Äthiopien da eine Rolle spielen? Und wir werden heute einmal sehen, was die Bibel über Äthiopien zu sagen hat. Zunächst einmal möchte ich Ihnen ein paar erstaunliche Tatsachen mitteilen. Vielleicht haben Sie das gar nicht so gewusst, was man heute bereits schon von Äthiopien sagen kann. Ich habe dies aus einer amerikanischen Enzyklopädie herausgeholt, der sogenannten Wikipedia. Und ich werde versuchen, das Ihnen ein wenig jetzt zusammenzufassen in Deutsch. Da heißt es, dass Äthiopien das zweitvolkreichste Land in Afrika ist, mit 85,2 Millionen Menschen. Man hört vielleicht heute von Hungersnöten in Äthiopien, aber wie Sie noch sehen werden, gibt es auch ein anderes Bild. Als nämlich damals die europäischen Mächte während der Berliner Konferenz Afrika unter sich aufteilten, gab es nur zwei Länder, die unabhängig blieben. Und eines dieser beiden Länder war in der Tat Äthiopien. Äthiopien war auch eine von vier afrikanischen Nationen, die zu der Liga der Nationen gehörten. Und Äthiopien wurde auch ein Gründungsmitglied der Vereinten Nationen. Wir finden auch, dass als die afrikanischen Nationen nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Unabhängigkeit gewannen, viele die Farben der äthiopischen Flagge zu ihren eigenen Farben machten. Und wir wissen, dass Addis Abeba, die Hauptstadt von Äthiopien, der Ort von verschiedensten internationalen Organisationen wurde und noch ist, die sich mit Afrika befassen. Da wird es zum Beispiel von Nationen wird da gesprochen, die wir vielleicht gar nicht so kennen, wie zum Beispiel die Non-Aligned Movement oder G77 oder die Organization of African Unity. Addis Abeba ist heute noch Hauptquartier der Afrikanischen Union. Und dann noch weitere Kommissionen wie der Nile Basin Commission, Pan-African Chamber of Commerce und so weiter und so fort. Interessant ist, dass Äthiopien die wirksamste und mächtigste Armee in ganz Afrika hat. Und sie ist auch, wie es hier heißt, Hauptquartier der kontinentalen afrikanischen Standby Force. Wir lesen auch, dass Äthiopien das Land ist, das den meisten Kaffee produziert und den meisten Honig in Afrika. Und es hat auch die meisten Farmländer in Afrika, also Länder, wo zum Beispiel Vieh gezüchtet wird. Es war eine der ersten christlichen Nationen. Die Nation Äthiopien, die damals übrigens noch Abyssinien hieß, die war eine der ersten Nationen, die das Christentum anerkannte und zur Staatsreligion machte. Und zwar geschah dies bereits im 4. Jahrhundert. Und heute hat Äthiopien nach wie vor eine christliche Majorität, aber ein Drittel der Bevölkerung ist muslimisch. Und dann heißt es noch in diesem Artikel, dass Äthiopien eine der am schnellsten wachsenden Wirtschaftsmächte ist.
und eine der gewaltigsten Wirtschaftsmächte in Ostafrika. Nun, wie gesagt, man hört viel von Hungersnöten und davon, dass Kinder in Äthiopien sterben, was auch richtig ist. Aber hier sehen wir auch das andere Bild einer sehr mächtigen wirtschaftlichen und auch militärischen Nation. Nun, ich sprach eben davon, dass Äthiopien eines der ersten Länder war, das christlich wurde. Man muss allerdings verstehen, dass das Christentum in Äthiopien damals wie auch heute eine Mischung ist. Wie natürlich auch das traditionelle Christentum durchaus eine Mischung ist von richtig und falsch. Ich habe hier ein Buch vor mir liegen, das wurde im Jahre 1851 verfasst. Das befasst sich mit den sabbatarischen Kirchen. Und dieses Buch beschreibt die interessante Tatsache, dass Äthiopien, als es christlich wurde, nach wie vor den Sabbat hielt. Wie nun auch die Bibel klar und deutlich vorschreibt, dass auch Christen heute den wöchentlichen Sabbat zu halten haben, die Zeitspanne von Freitagabend bis Samstagabend. Nirgendwo wird in der Bibel gesagt, dass der Sonntag zu halten wäre. Aber Äthiopien hat dies getan. Äthiopien hat in der Tat weiterhin den Sabbat gehalten und hat es auch für viele Jahre hindurch getan. Ich habe hier ein Buch, das im Jahre 1924 veröffentlicht wurde. Und dieses Buch hat eine interessante Anmerkung, wo es wie folgt heißt. Die Kirche von Abyssinien, damals wurde ja Äthiopien noch Abyssinien genannt, deren Oberhaupt zwar der Negus, der wirkliche geistliche Leiter, aber der vom koptischen Patriarchen in Alexandrien eingesetzte Abuna ist, gestattet den Königen die Vielweiberei. Überhaupt ist das Christentum in Abyssinien mit vielen orientalischen Gebräuchen und Lehren vermischt, so unter anderem mit der Taufe der Erwachsenen, erst mit 25 Jahren, der Beschneidung beider Geschlechter, der Feier des Sonnabends, den mosaischen Gesetzen über die Speisen und die Reinigung. Nun, einiges davon ist in der Tat richtig. Nach wie vor sind die Speisegesetze verbindlich. Natürlich, eine Beschneidung für beide Geschlechter hat es in der Bibel nie gegeben. Und auch die Beschneidung für die Männer oder die Jünglinge, die Babys, die also männlichen Geschlechter sind, die ist ja nicht mehr erforderlich heute. Aber der Sonntag ist nach wie vor nicht der Tag, der gehalten werden soll. Wir sehen also hier diese Mischung. Und bis vor kurzem war das Halten des Sabbats in Äthiopien noch weitaus verbreiteter, aber dann sind viele Juden von Äthiopien nach Jerusalem ausgewandert. Und auch das ist interessant, weil nämlich eine Beziehung besteht und auch noch bestehen wird in der Zukunft, sowohl feindlicher als auch freundlicher Natur bezüglich dem Staat Israel und Äthiopien. Nun, nachdem wir diese Einleitung ein wenig Ihnen beigebracht und dargelegt haben, möchte ich jetzt ein wenig auf das eingehen, was die Bibel über Äthiopien sagt. Viele Kommentare akzeptieren die Tatsache und die Erkenntnis, dass Äthiopien ein Nachfahre des biblischen Kusch ist. Die Bibel schreibt von Kusch. Kusch ist in der Tat ein Sohn des Ham, und Ham war wiederum ein Sohn von Noah. Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Und Kusch war ein Sohn von Ham. Das können Sie im ersten Buch Mose im 10. Kapitel nachlesen. Und ich möchte dies kurz hier in Vers 6 Ihnen vortragen. 1. Mose Kapitel 10 und Vers 6, wo es nämlich heißt, die Söhne Hams sind diese, Kusch, Misraim, Put und Kanaan. Nun, das Wort für Kusch heißt schlicht und ergreifend schwarz. Wie ich sagte, Kusch war ein Sohn von Ham. Ham war einer der drei Söhne Noahs. Und das ergibt sich aus 1. Mose 10 und Vers 6, wie wir gerade gelesen haben. Kusch war aber auch noch eine andere interessante Figur. Denn wir lesen weiter in 1. Mose 10 in Vers 8. Kusch aber zeugte den Nimrod. Der war der Erste, der Macht gewann auf Erden und war ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn. Daher spricht man, es ist ein gewaltiger Jäger vor dem Herrn wie Nimrod. Mit anderen Worten, Nimrod stellte sich vor den Herrn, er lehnte Gott den Herrn ab. Er versuchte eine Machtposition auf Erden zu erreichen, die Gott ausschaltete. Und er hat in der Tat dann auch eine solche Machtposition erreicht. Nimrod war der Tradition gemäß der erste Gewaltherrscher auf Erden. Und er war derjenige, der eine Religion einführte, die auch heute noch in vielen Fällen existiert, die aber gottfeindlich ist. Nimrod war zum Beispiel derjenige, der den Sonntag einführte als den Gott der Sonnenanbetung oder vielmehr den Tag der Sonnenanbetung des Gottes, des Sonnengottes.
Er war auch derjenige, der angeblich am 25. Dezember geboren wurde und der auch angeblich an einem Freitag gestorben ist und an einem Sonntag wieder auferstanden ist. Sehen Sie die Parallelen. Und dann heißt es hier noch mehr. Da heißt es nämlich in Vers 10, und der Anfang seines Reiches war Babel, also Babylon. Er war der Begründer des babylonischen Reiches. Und dann auch Erech, Akkad und Kalne im Lande China, Vers 11, und China auch wiederum eine Bezeichnung für Babylon. Von diesem Lande ist er nach Assur gekommen und baute Nineveh und Rehobit-Ir und Kelach. Also hier war der Nimrod auch der Erbauer der Stadt Nineveh im Assyrischen Reich. Auch hier sehen wir wieder die Bezugnahme auf diesen ersten Gewaltherrscher, der Herrscher von Babylon war, aber auch von Assyrien und der Stadt Nineveh, von der wir heute noch später etwas erfahren werden. Nun, dieser Kusch wird in 1. Buch Mose, Kapitel 10 und Vers 7 auch wie folgt beschrieben. Da heißt es, die Söhne des Kusch sind diese. Und dann werden hier Seba, Havila, Sabta, Rakma und Sabtera erwähnt. Aber die Söhne Rakmas sind diese, Saba und Dedan. Also war der Kusch der Großvater von Saba. Nun, warum ist das interessant? Nun, wir haben sicherlich alle von der Königin von Saba gehört, die auch die Königin des Südens bezeichnet wird. Es war diejenige, die damals zu Salomo kam, um ihn zu prüfen, um zu sehen, ob er wirklich so intelligent war, wie man das sagte. Die Königin von Saba war mit anderen Worten die Königin von Äthiopien, eine Nachfahrin von Kusch, von Ham, von Saba. Schauen wir uns dies einmal an. In 1. Könige, Kapitel 10. 1. Könige, Kapitel 10. Und lesen wir angefangen in Vers 1. Da heißt es in meiner Bibel, Besuch der Königin von Saba. 1. Könige 10 und Vers 1. Und als die Königin von Saba die Kunde von Salomo vernahm, kam sie, um Salomo mit Rätselfragen zu prüfen. Und sie kam nach Jerusalem mit einem sehr großen Gefolge, mit Kamelen, die Spezereien trugen, und viel Gold und Edelsteine. Und als sie zum König Salomo kam, da redete sie mit ihm alles, was sie sich vorgenommen hatte. Und Salomo gab ihr Antwort auf alles, und es war dem König nichts verborgen, was er ihr nicht hätte sagen können. Als aber die Königin von Saba alle Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte, und die Speisen für seinen Tisch und die Rangordnung seiner Großen und das Aufwarten seiner Diener und ihre Kleider und seine Mundschenken, und seine Brandopfer, die er im Hause des Herrn opferte, da geriet sie in Staunen außer sich und sprach zum König, es ist wahr, was ich in meinem Lande von deinen Taten und von deiner Weisheit gehört habe, und ich habe es nicht glauben wollen, bis ich gekommen bin und es mit eigenen Augen gesehen habe. Und siehe, nicht die Hälfte hat man mir gesagt, du hast mehr Weisheit und Güter, als die Kunde sagte, die ich vernommen habe. Glücklich sind deine Männer und deine Großen, die alle Zeit vor dir stehen und deine Weisheit hören. Gelobt sei der Herr, dein Gott, der an dir wohlgefallen hat, so dass er dich auf den Thron Israels gesetzt hat. Weil der Herr Israel lieb hat ewiglich, hat er dich zum König gesetzt, dass du Recht und Gerechtigkeit übst. Und sie gab dem König 120 Zentner Gold und sehr viel Spezerei und Edelsteine. Es kam nie mehr so viel Spezerei ins Land, wie die Königin von Saba dem König Salomo gab. Also das war sicherlich keine arme Frau. Und Äthiopien war kein armes Land. Die waren sehr reich und die brachten diesen Reichtum, Teil des Reichtums, nach Salomo. Und dann heißt es in Vers 13, und der König Salomo gab der Königin von Saba alles, was ihr gefiel und was sie erbat, außerdem, was er ihr von sich aus gab. Und wenn Sie die Parallelstelle, die ich jetzt hier nicht lesen will, im 2. Buch Chronik lesen, im 9. Kapitel, dann heißt es sogar, dass er ihr mehr gab, als sie ihm. Und dann heißt es, und sie wandte sich und zog in ihr Land mit ihrem Gefolge. Nun, interessant ist, dass im Neuen Testament Jesus Christus auf diese Episode anspielt. Und zwar lesen Sie dies in Matthäus Kapitel 12. Das war dies also keine Erfindung. Das war dies nicht irgendwie eine schöne Erzählung, die da irgendwie so in dem hebräischen Traditionsgebilde entstanden ist, sondern das war eine wahrhaftige, tatsächliche Sache, die da geschehen ist. Und Christus sagt dies ganz eindeutig. In Matthäus Kapitel 12 und in Vers 42 sagt er nämlich Folgendes. Die Königin vom Süden und eine andere Bezeichnung für die Königin von Saba, also diese äthiopische Königin.
Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht. Also Christus sagt, sie wird auferweckt werden und wird beim jüngsten Gericht da sein. Die wird also auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht, dem Geschlecht der Juden, die damals zur Zeit Christi lebten, und wird es verdammen, wird es verurteilen, wird denen sagen, wieso habt ihr Christus nicht geglaubt? Denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Also hier sehen wir, dass Christus die Königin von Saba mit der Königin des Südens bezeichnet. Und sie kam, wie er sagt, vom Ende der Erde, mit anderen Worten, ziemlich weit entfernt von Jerusalem, um Salomos Weisheit zu hören. Nun, die Experten sind sich eigentlich einig darüber, dass es diese Königin von Saba wirklich gegeben hat. Und sie wird auch in geschichtlichen Aufzeichnungen als die Königin Makeda bezeichnet, die Herrscherin von Aksum. Und interessant ist nun, dass die Tradition besagt, und das ist eine Tradition, die von dem äthiopischen Königshaus und zum Beispiel unter Haile Selassie klar und deutlich vertreten wurde. Haile Selassie war ja damals der Herrscher von Äthiopien, er lebte so von 1892 bis 1975. Und die Tradition besagt, dass er, dieser Haile Selassie, ein Nachfahre der Verbindung war zwischen Salomo und der Königin von Saba. Dass die beiden also da zusammenkamen und dann Nachkommen zeugten. Und wenn man so die Geschichte von Salomo kennt, dann ist einem das gar nicht so verwunderlich, der ja so und so viele Frauen und Nebenfrauen hatte, die ihm natürlich dann auch zum Fallstrick wurden. Und das ist also die Tradition. Und der Emperor, also der Herrscher Haile Selassie, hat klar und deutlich gesagt, dass er der Nachfahre dieser Tradition und dieser Verbindung war zwischen der Königin des Südens und dem König Salomo. Und er hat sich ja auch als der König von Juda bezeichnet. Er war der König von Juda, so war sein offizieller Titel. Nun, das wissen vielleicht einige. Was viele heute aber vielleicht nicht wissen, ist, nachdem dieser Herrscher von Äthiopien, Haile Selassie, starb, der Söhne und Töchter hinterließ. Und so leben heute noch drei Prinzen und drei Prinzessinnen, die von Haile Selassie abstammen. Und ob die noch eine Rolle spielen werden in der Zukunft, das bleibt abzuwarten. Nun, historisch gesehen finden wir auch eine interessante Darstellung im 4. Buch Mose in Kapitel 12. Im 4. Buch Mose in Kapitel 12 lesen wir nämlich etwas über Mose. Und da heißt es hier, in Vers 1, da redeten Miriam und Aaron gegen Mose, also Bruder und Schwester redeten jetzt gegen den Mose, um seiner Frau willen, der Kuschiterin, die er genommen hatte. Er hatte sich nämlich eine kuschitische Frau genommen. Also Mose hatte eine Frau geheiratet, die aus Äthiopien stammte. Nun, wann dies genau geschehen war, ist nicht so klar. Josephus, der berühmte Geschichtsschreiber, sagt uns, dass Mose dies getan hat, als er noch für die ägyptische Armee als Prinz diente, bevor er also dann vor dem Pharao floh. Und er hatte dann bei seinen verschiedenen Aktionen dann auch die Prinzessin von dem äthiopischen Königshaus kennengelernt und sie geheiratet. Scheinbar war dies also vor langer Zeit geschehen, aber Aaron und Miriam nahmen dies jetzt zum Anlass, um gegen Mose zu stänkern, will ich einmal sagen. Die waren nämlich jetzt neidisch geworden, um des Amtes willen, das Mose innehatte, und suchten jetzt einen Anlass, ihn zu kritisieren, und fanden den Anlass darin, dass er damals eine Frau aus Äthiopien geheiratet hatte. Aber Gott hat dies gar nicht sehr gut angesehen und er hat dafür Aaron und hauptsächlich auch Miriam sehr bestraft. Miriam war scheinbar die Wortführerin und die wurde ja dann zunächst einmal krank, bekam Lepra und musste zunächst einmal für eine gewisse Zeit außerhalb des Lagers sein, bis sie dann wieder geheilt wurde. Nun, im Laufe der Zeit hat sich allerdings dann die Beziehung zwischen Äthiopien und Israel und Juda verschlechtert. Und wir finden hier eine interessante Stelle im Buch 2. Chronik. Schlagen wir 2. Chronik auf, und zwar das 12. Kapitel. 2. Chronik, Kapitel 12, und fangen wir in Vers 1 zu lesen an. Es geht hier um den Sohn des Königs Salomo. Der Salomo starb,
Und dann nahm sein Sohn die Herrschaft zunächst einmal an. Dieser Sohn hieß Rehabiam. Und so lesen wir hier in 2. Chronik, Kapitel 12, angefangen Vers 1. Als aber das Königtum Rehabiams sich gefestigt hatte und er mächtig war, da verließ er das Gesetz des Herrn und ganz Israel mit ihm. Also die sind noch nicht einmal den Dingen gefolgt, die Salomo noch richtig gemacht hatte. Aber Salomo hatte ja auch sehr schwer gegen Gott gesündigt. Aber die Hoffnung ist, dass er zu Ende seines Lebens dann doch noch bereut hat. Aber von dem Rehabiam kann man das keineswegs sehen. Der verließ das Gesetz total. Und das Volk folgte ihm und verließ es dann auch. Vers 2. Und da zog im 5. Jahr des Königs Rehabiam herauf Schichak, der König von Äthiopien, gegen Jerusalem, denn sie hatten sich am Herrn versündigt. Also Gott ließ dies zu, offensichtlich. Mit 1200 Wagen und mit 60.000 Reitern, und das Volk war nicht zu zählen, das mit ihm aus Ägypten kam, Libya, Sokita und Kuschita. Also Kuschita oder Äthiopier waren jetzt Teil der Armee des Pharao von Ägypten, der jetzt gegen Israel in den Krieg zog. Und weil sich Israel versündigt hatte, ließ Gott dies zu und die gewannen den Krieg zunächst einmal keineswegs. Aber dann finden wir ein wenig später in 2. Chronik Kapitel 14, dass wiederum Äthiopien einen Krieg führt gegen Israel, in diesem Falle gegen Juda, das Haus Juda unter König Asa. Aber der König Asa war ein gerechter Mann. Und so hat jetzt Gott eingegriffen für Asa. Aber schauen wir uns dies einmal näher an in 2. Chronik Kapitel 14 und angefangen Vers 8. Es zog aber gegen sie, also den Asa und das Haus Juda, Serach der Kuschita, also hier ein bedeutender Mann aus dem äthiopischen Volk, mit einer Heeresmacht von 1000 mal 1000, also weitaus mehr, als was der vorherige König von Ägypten gehabt hatte. Dazu 300 Wagen und sie kamen bis nach Maresha und Asa zog ihm entgegen und sie rüsteten sich zum Kampf im Tal Zephata bei Maresha. Vers 10. Und Asa rief den Herrn, seinen Gott, an und sprach, Herr, es ist dir nicht schwer, dem Schwachen gegen den Starken zu helfen. Also er war der Schwache und der äthiopische Heeresführer hier war eben der Starke. Hilf uns, Herr, unser Gott, denn wir verlassen uns auf dich. Und in deinem Namen sind wir gekommen gegen diese Menge. Herr, du bist unser Gott, gegen dich vermag kein Mensch etwas. Und der Herr schlug die Kuschiter vor Asa und vor Juda, sodass sie flohen. Und Asa samt dem Volk, das bei ihm war, jagte ihnen nach bis nach Gerar. Und die Kuschiter fielen, sodass keiner von ihnen am Leben blieb, sondern sie wurden zerschlagen vor dem Herrn und vor seinem Heer. Und Juda trug sehr viel Beute davon. Also hier griff Gott ein und die Armee der Kuschiter, der Äthiopier, wurde vernichtet. Wie genau dies geschah, wissen wir nicht. Es heißt, dass Gott es tat, aber das ist auch eine gute Lektion für uns heute. Wir meinen heute, wir müssen unsere Kriege selbst führen und Gott hat keineswegs gewollt, dass überhaupt Kriege geführt werden. Wenn sich die Israeliten auf Gott verlassen hätten von Anbeginn, hätten sie überhaupt keine Kriege führen brauchen. Aber hier zumindest hat Asa erkannt, dass er Gottes Hilfe brauchte bei diesem Krieg und Gott hat dann eingegriffen, weil er im Großen und Ganzen gerecht war, obwohl er später dann auch wieder große Schwierigkeiten hatte, weil er nämlich in gewisser Weise von Gott abfiel. Aber zu dem Zeitpunkt war Asa noch gerecht. Finden wir eine interessante Prophezeiung im Buch Jesaja. Das ist eine Prophezeiung, die Jesaja im 20. Kapitel aufstellt, die zunächst einmal sich auf seine Zeit bezieht, aber die durchaus dualistischer Natur sein könnte und auch eine Beziehung haben könnte auf die Zukunft. In Jesaja Kapitel 20 lesen wir angefangen in Vers 1. Im Jahr, da der Tartan nach Aschdod kam, als ihn gesandt hatte Sargon, der König von Assyrien, und er gegen Aschdod kämpfte und es eroberte, zu der Zeit redete der Herr durch Jesaja, den Sohn des Amos, und sprach, gehe hin und tu den Heeren den Schurz von deinen Lenden und zieh die Schuhe von deinen Füßen. Und er tat so und ging nackt und barfuß. Vers 3. Und da sprach der Herr, gleich wie mein Knecht Jesaja nackt und barfuß geht, 3 Jahre lang als Zeichen und Weissagung über Ägypten und Kusch, Äthiopien, so wird der König von Assyrien wegtreiben die Gefangenen Ägyptens und die Verbannten von Kusch.
Hier wird also eine Versklavung angedeutet von Ägypten und von Äthiopien durch den damaligen König von Assyrien. Und Assyrien ist heute, wie wir wissen, niemand anders als Deutschland und der Führer des neuen babylonischen Systems, das sich zurzeit in Europa entwickelt. Das heißt, der Jung und Alt, nackt und barfuß, in schmählicher Blöße, zur Schande Ägyptens. Vers 5. Und sie werden erschrecken in Juda und zu Schanden werden wegen der Kuschiter, auf die sie sich verließen. Hier wird also eine Beziehung angesprochen, wo damals noch die Juden sich auf die Äthiopier verließen und vielleicht wird es dazu noch einmal kommen. Und wegen der Ägypter, deren sie sich rühmten. Und die Bewohner dieser Küste werden sagen, zu der Zeit ist da unsere Zuversicht, zu der wir um Hilfe geflohen sind, dass wir errettet würden vor dem König von Assyrien, wie könnten wir selber entrinnen? Also hier wird eine interessante Situation aufgezeigt, wie das damals geschehen ist, wie das möglicherweise heute oder in der Zukunft noch geschehen wird. Wir finden auch etwas sehr Interessantes über Jeremia. Der Jeremia, der wurde gefangen gesetzt, der wurde in eine tiefe Grube geworfen, weil er nämlich Gottes Auftrag gehorsam war und damals den Juden mitteilte, dass der König Nebukadnezar von Babylon Jerusalem einnehmen würde und die Juden versklaven würde. Und das war etwas, was die Juden nicht hören wollten. Das war etwas, was der König nicht hören wollte und ganz besonders nicht die Fürsten, seine Berater. Und so lesen wir, dass also jetzt der Jeremia in eine Grube geworfen wurde. Und nun schauen wir uns einmal Jeremia Kapitel 38 an und schauen wir uns eine Person an, die hier beschrieben wird und wie sie sich für Jeremia einsetzte. Und sehen wir, wer diese Person war. Jeremia Kapitel 38, angefangen Vers 6. Da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne, also diese Grube, Malkias, des Königssohnes, die im Wachthof war, und ließen ihn an Seilen hinab. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm, und Jeremia sank in den Schlamm. Als aber Ebed-Melech der Mor, heißt es hier in der Lutherbibel, nun andere Übersetzungen haben hier akkurat, wie zum Beispiel die Elberfelder Bibel, der Kuschit. Es geht hier um einen Äthiopier. Das heißt hier, als aber Ebed-Melech der Kuschit, der Äthiopier, ein Kämmerer in des Königs Haus hörte, dass man Jeremia in die Zisterne geworfen hatte und der König gerade im Benjamin-Tor saß, da ging dieser Ebed-Melech aus des Königs Haus und redete mit dem König und sprach: Mein Herr und König, diese Männer handeln übel an dem Propheten Jeremia, dass sie ihn in die Zisterne geworfen haben. Dort muss er vor Hunger sterben, denn es ist kein Brot mehr in der Stadt. Und da befahl der König Ebed-Melech dem Moren, also dem Kuschiter, dem Äthiopier: Nimm von hier drei Männer mit dir und zieh den Propheten Jeremia aus der Zisterne, ehe er stirbt. Und Ebed-Melech nahm die Männer mit sich und ging in das Königshaus, in die Kleiderkammer und nahm dort zerrissene alte Lumpen und ließ sie in einem Seil hinab zu Jeremia in die Zisterne. Und Ebed-Melech, der Moor, der Kuschiter, der Äthiopier, sprach zu Jeremia: Lege diese zerrissenen alten Lumpen unter deine Achseln um das Seil. Und Jeremia tat es. Und sie zogen Jeremia herauf aus der Zisterne in den Stricken, und so blieb Jeremia im Wachthof. Also hier hatte sich dieser Äthiopier, dieser Kämmerer, für Jeremia eingesetzt. Und Gott sah dies mit Wohlgefallen an. Natürlich sah er dies mit Wohlgefallen an. Wir lesen dies in Kapitel 16. In Kapitel 39 vielmehr. Jeremia Kapitel 39 und die Verse 15 bis 18. Jeremia Kapitel 39, angefangen in Vers 15. Da heißt es: Es war auch des Herrn Wort geschehen zu Jeremia, als er noch im Wachthof lag. Geh hin und sage Ebed-Melech dem Moren, wiederum die Elberfelder Bibel und andere Bibeln sagen hier dem Kuschiter, also dem Äthiopier. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels: Siehe, ich will meine Worte kommen lassen über diese Stadt zum Unheil, nicht zum Heil, und du sollst es sehen zur selben Zeit. Aber dich will ich erretten zur selben Zeit, spricht der Herr, und du sollst den Leuten nicht ausgeliefert werden, vor denen du dich fürchtest. Schauen Sie, Gott verspricht Schutz für die, die ihm gehorchen. Und auch die, die seinen Dienern helfen. Denn ich will dich entkommen lassen, sagt Gott in Vers 18, dass du nicht durchs Schwert fallest, sondern du sollst dein Leben wie eine Beute davonbringen, weil du mir vertraut hast, spricht der Herr. Er vertraute Gott dadurch, dass er Jeremia half. Also hier sehen wir eine sehr positive Erzählung von einem Kuschiter, einem Äthiopier. Wir finden später im Buch Esther,
dass der König Xerxes, der wird dann auch als Ahasveros bezeichnet, der herrschte unter anderem auch über Äthiopien. Und wie gesagt, die Elberfelder-Bibel macht das klar, dass also auch Äthiopien mit eingeschlossen ist. Dieser Xerxes war ja derjenige, der die Esther dann zu seiner Frau nahm. Aber ich möchte hier kurz auf eine weitere Erzählung eingehen in der Apostelgeschichte, auch eine sehr bemerkenswerte Erzählung, die auch von einem sehr berühmten, und ich möchte einmal sagen, für uns heute berühmten Äthiopier handelt. Apostelgeschichte 8, angefangen in Vers 26. Apostelgeschichte 8 und angefangen in Vers 26. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippos und sprach: Stehe auf und gehe nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer, wieder ein Kämmerer, und ein Mächtiger am Hofe der Kandake, der Königin von Äthiopien, scheinbar einer Nachfahrin der Königin des Südens, welcher ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Also die Situation war die, dass dieser Kämmerer keineswegs eine Besorgnis hatte, nach Jerusalem zu gehen, um dort Gott anzubeten. Und dann heißt es hier in Vers 28, zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja, und dann kam Philippus und hat ihm alles dies erklärt, was er jetzt las, und dann ließ sich sogar der Kämmerer von Philippus taufen. Und dann heißt es hier in Vers 28, er ließ den Wagen halten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Und als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, Vers 39, da entrückte der Geist des Herrn den Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Er ging also jetzt nach Äthiopien zurück und hat offensichtlich dann auch den Glauben, den er jetzt erhalten hatte, zumindest dem königlichen Hof weiter vermittelt, könnte ich mir mal vorstellen. Und wir sehen dann auch, dass der Philippus sich in einer anderen Stadt wiederfand, mehrere Meilen entfernt. Also der Geist Gottes hatte ihn scheinbar an einem Ort hier auf Erden zu einem anderen transportiert, und er hat dann dort in diesem neuen Ort dann das Evangelium weiter verkündigt. Das waren also positive Beziehungen, die da herrschten zu dem Zeitpunkt zwischen Äthiopien und Israel, dem Staat Israel und, sagen wir mal, dem Haus Juda. Aber es wird nicht unbedingt immer so sein und immer so bleiben. Wenn wir uns das Buch Nahum einmal anschauen im Alten Testament, das Buch Nahum im dritten Kapitel, da lesen wir, dass zu einer gewissen Zeit sich Äthiopien unter anderem verbünden wird mit anderen Mächten im Kampf mit dem babylonischen System gegen den Staat Israel und möglicherweise auch das Haus Israel, die Nachfahren des Hauses Israel heute, die wir ja, wie wir wissen, in Amerika und Großbritannien, in Kanada, Neuseeland, Australien und so weiter finden. Es heißt hier in Nahum Kapitel 3 und Vers 9, Kusch oder Äthiopien und Ägypten waren ihre Nineves, aber das moderne Nineveh wird hier beschrieben, das moderne babylonische System, waren ihre unermessliche Macht. Put und Libyen waren ihre Hilfe. Und darüber hatten wir bereits schon in vergangenen Predigten gesprochen. Ich wollte also hier nur darauf hinweisen, dass also auch Kusch, Äthiopien, teilhaben wird an dieser gewaltigen Macht. Sie werden scheinbar dem babylonischen System unter deutscher, assyrischer Führung helfen, gegen den Staat Israel vorzugehen. Denn auch in der Endzeit werden die Äthiopier immer noch als ein mächtiges, kriegsführendes Volk beschrieben. Und wie wir das eingangs der Predigt gesehen haben, sie haben ja auch die stärkste Armee in Afrika. Schauen wir uns Jeremia 46 an. Jeremia Kapitel 46 und die Verse 9 und 10. Jeremia Kapitel 46 und die Verse 9 und 10. Da heißt es: Wohlan, setzt euch auf die Rosse, rennet mit den Wagen, lasst die Helden ausziehen, die von Kusch, Äthiopien, und aus Put, die den Schild führen, und die Schützen aus Lut. Also hier wird eine kriegführende Macht angesprochen, eine Koalition. Und Äthiopien ist Teil dieser Koalition. Und was ist der Zeitpunkt? Vers 10. Denn dies ist der Tag Gottes, des Herrn Zebaoth. Ein Tag der Vergeltung, dass er sich an seinen Feinden räche.
wenn das Schwert fressen und von ihrem Blut voll und trunken werden wird. Denn sie müssen Gott im Herrn Zebaoth ein Schlachtopfer werden im Lande des Nordens am Euphratstrom. Zeigt uns ungefähr auch, wo das alles so sich entwickeln wird. Und es wird hier von dem Tag Gottes gesprochen, dem Tag der Vergeltung, eine klare Beschreibung der Endzeit, wenn Gott beginnen wird, einzugreifen in die Situation und die Geschicke der Welt. Wir finden aber auch, dass der moderne König von Babylon, der moderne König von Assyrien, der moderne Herrscher, letztendlich dann gegen Ägypten und gegen Äthiopien vorgehen wird. Also diese Koalition, die zunächst einmal bestand, wird dann wieder ins Gegenteil verkehrt. Und das findet man in Kriegen ja häufig, dass zunächst einmal gewisse Mächte gegen andere, gewisse Mächte kämpfen und dann auf einmal ändert sich die Konstellation. Italien war ursprünglich Teil der deutschen Macht gegen die Alliierten und dann war Italien auf einmal Teil der Alliierten Macht gegen die Deutschen. Also wie gesagt, so etwas kommt ja häufig vor. Und das Gleiche finden wir im Buch Hesekiel in Kapitel 30. Hesekiel Kapitel 30, angefangen in Vers 1. Da lesen wir, zunächst einmal geht es um den Sturz Ägyptens. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, weissage und sprich, so spricht Gott der Herr, heulet, wehe, was für ein Tag. Denn der Tag ist nah, ja des Herrn Tag ist nah. Wiederum eine klare Bezugnahme auf eine Zeit kurz vor der Wiederkunft Christi. Ein finsterer Tag, die Zeit der Heiden kommt. Und das Schwert soll über Ägypten kommen und Kusch, Äthiopien, wird erschrecken. Und die Erschlagenen in Ägypten fallen und sein Reichtum weggenommen und seine Grundfesten eingerissen werden. Kusch, Äthiopien, und Put und Lud mit allerlei fremden Volk und Kup und ihre Verbündeten sollen mit ihnen durch das Schwert fallen. Und dann heißt es in Vers 8, damit sie erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich Feuer an Ägypten lege und dass alle, die ihnen helfen, zunichte werden. Vers 9, zur selben Zeit werden Boten von mir ausziehenden Schiffen, um Kusch, Äthiopien, zu schrecken, das jetzt so sicher ist. Und es wird ein Schrecken über sie kommen am Tage Ägyptens, denn siehe, er kommt gewiss. Deswegen hört man vielleicht heute noch nicht allzu viel von Äthiopien in Nachrichten. Und so lebt heute Äthiopien noch in gewisser Ruhe und Sicherheit, wie man denken könnte. Aber das wird sich ändern, wie es hier klar und deutlich heißt. Wir finden auch eine weitere Prophezeiung im Buch Sacharja. Im Buch Sacharja im Alten Testament, in Kapitel 2 und in Vers 12. Sacharja, oder vielmehr Zephaniah. Zephaniah, also im Englischen heißt es Zephaniah. Zephaniah im Deutschen. Zephaniah Kapitel 2. Und wir lesen hier noch einmal Vers 12. Zephaniah 2 und Vers 12, da heißt es, auch ihr Kuschiter, also ihr Äthiopier, sollt durch mein Schwert erschlagen werden. Also hier wird wiederum klar und deutlich gezeigt, dass Äthiopien in einem Krieg zunächst einmal besiegt werden wird. Das wird auch in Daniel Kapitel 11 bestätigt. In Daniel Kapitel 11 finden wir ja, wie ich schon vorher sagte, einen Krieg beschrieben zwischen dem König des Nordens und dem König des Südens und dann gewissen Ländern, die teilweise zunächst einmal Teil des Königs des Südens waren. Wie auch immer, in Daniel Kapitel 11 finden wir angefangen in Vers 41, was der König des Nordens, also der König von Assyrien, der Herrscher des Babylonischen Reiches, das noch kommen wird, tun wird. Er wird in das herrliche Land einfallen, Daniel 11 und Vers 41. Und viele werden umkommen. Es werden aber seiner Hand entrinnen Edom, Moab und der Hauptteil der Ammoniter, und er wird seine Hand ausstrecken nach den Ländern, und Ägypten wird ihm nicht entrinnen, sondern er wird Herr werden über die goldenen und silbernen Schätze und über alle Kostbarkeiten Ägyptens. Libya und Kuschita, also Äthiopier, werden ihm folgen müssen. Sie werden also scheinbar in diesem kommenden Krieg dann besiegt werden. Wie ich sagte, die Koalition, die sich zunächst einmal auf alle diese Länder in freundschaftlicher Hinsicht erstreckte, wird sich umwandeln und es wird dann zu einer Konfrontation kommen zwischen dem König von Assyrien und unter anderem den Äthiopiern. Und wir lesen auch im Buch Jesaja, im 11. Kapitel, dass natürlich der König von Assyrien, dieses babylonische System, wie wir das mehrfach schon gesagt haben, in einen Krieg eintreten wird gegen die Vereinigten Staaten von Amerika,
gegen Großbritannien, gegen andere Länder von englischsprachiger Herkunft. Und die werden in diesem Krieg verlieren. Klar und deutlich sagt uns die Bibel, dass diese neue babylonische Macht, das auferstandene babylonische Reich, die 10. Wiederauferstehung des alten römischen Reiches, wird in dem nächsten kommenden Krieg gegen Amerika, gegen England, den Sieg davontragen. Und die Kriegsgefangenen werden sich dann in verschiedenen Ländern befinden. Und wenn Jesus Christus zurückkommt, wird er sie dann aus dieser Gefangenschaft befreien. Und Jesaja Kapitel 11 zeigt uns in Vers 11, wo sich diese Nation, die Überbleibsel dieser Nation als Kriegsgefangene befinden werden. Da heißt es, der Herr wird zu der Zeit, wiederum eine Bezeichnung, die sich auf seine Wiederkunft bezieht, der Herr wird zu der Zeit zum zweiten Male seine Hand ausstrecken, dass er den Rest seines Volkes loskaufe, der übrig geblieben ist in Assur, in Ägypten, in Patros, in Kusch, also Äthiopien, Elam, China, Hamat und auf den Inseln des Meeres. Also Kriegsgefangene aus dem Hause Israel und aus dem Hause Juda, also den Nachfahren, die sich heute in Amerika und in anderen englischsprachigen Ländern befinden, aber auch die Juden, die werden unter anderem sich dann als Gefangene in Ägypten wiederfinden, aber auch in Äthiopien. Und wie das dazu kommen wird, ob das bereits dazu kommen wird, wenn sie zunächst einmal den Krieg führen gegen das Haus Israel, das Haus Juda, und damals waren sie dann noch Teil dieser Koalition und da wurden bereits schon die modernen Israeliten gefangen genommen, oder ob die Assyrer die gefangenen Israeliten dann nachher in solche Länder wie Äthiopien verschleppen werden, wenn sie auch Äthiopien unterjocht haben. Das ist eine Möglichkeit, die also noch offen ist. Da sagt uns die Bibel nichts Genaues darüber, aber sie sagt uns in der Tat, dass letztendlich auch Kriegsgefangene von den Nachfahren des Hauses Israel und Juda sich in Äthiopien befinden werden. Aber wir haben auch sehr positive Nachrichten zu vermelden, wenn es um Äthiopien geht. Zunächst einmal allerdings eine sehr negative Nachricht. Und diese Nachricht ist die, dass wenn Jesus Christus zurückgekommen ist, nachdem er zurückgekommen ist, wird es noch einmal zu Anfang des Millenniums zu einem Aufstand kommen. Einem Aufstand, der von Armeen angezettelt wird, die sich zum Beispiel in Russland befinden, in China, in den fernöstlichen Ländern. Aber wie Hesekiel uns sagt, und zwar finden wir dies in Hesekiel Kapitel 38 und in Vers 5, da werden sich auch noch andere Länder an diesem Aufstand beteiligen. Und da heißt es hier, du führst mit dir Perser, Kuschiter, also Äthiopier und Libyer, die alle Schild und Helm tragen. Die werden Teil sein dieser Armee, die sich dann gegen die Nachfahren des Hauses Israel und Juda wenden wird, die sich dann aus der Gefangenschaft befreit im gelobten Land befinden werden. Und wie wir ja das bereits schon in verschiedenen Predigten gesehen haben, wird Gott dann übernatürlich eingreifen und wird diesem Aufstand ein gewaltiges Ende bereiten. Und danach wird es keinerlei Krieg mehr geben im gesamten Millennium. Und das wird auch dazu führen dann, dass die Äthiopier sich bekehren werden. Dass die Äthiopier beginnen werden, nach Gott zu blicken. Diejenigen, die das alles überleben, die dann im Millennium leben werden, die werden in der Tat erkennen, wie falsch sie gehandelt haben und werden sich Gott unterstellen wollen. Im Buch Jeremia im 13. Kapitel, und wie gesagt, die Stelle möchte ich jetzt nicht aufschlagen, aber in Vers 23 stellt Gott eine rhetorische Frage. Und Luther übersetzt das, kann der Mohr seine Haut ändern? Aber wie gesagt, auch hier, wie die Elberfelder Bibel es zum Ausdruck bringt, ist von einem Äthiopier die Rede. Er stellt die rhetorische Frage, kann ein Äthiopier seine Haut ändern? Kann er also aus Schwarz-Weiß machen? Und wie gesagt, oder aus Schwarz-Gelb oder wie auch immer, es kommt nicht auf die Hautfarbe an. Es ist eine rhetorische Frage, kann er sich äußerlich ändern in dieser Hinsicht? Die Antwort ist natürlich nein, das kann er nicht. Aber er kann sich ändern, indem er seinen Sinn ändert. Und das ist das, worauf es hier ankommt. Wir lesen eine interessante Stelle im Buch Amos, denn schauen Sie, Gott ist ja jemand, der alle Menschen erschaffen hat. Und er ist von daher der Vater aller Menschen. Und er liebt alle Menschen. Es geht nicht darum, dass er jemanden mehr liebt als jemanden anderen, nur weil dieser Mensch zu einer gewissen Nation gehört und der andere nicht. Gott liebt jeden Menschen. Und er macht das auch ganz deutlich in Amos Kapitel 9 und in Vers 7. Da sagt er zu den Israeliten, seid ihr Israeliten mir nicht gleich wie die Mohren? Und wiederum hier im Hebräischen heißt es wie die Kuschiter, wie die Äthiopier.
Er sagt, ihr seid mir gleich wie denen. In anderen Worten, da gibt es keinen Unterschied. Ich liebe beide gleichsam. Und er sagt, habe ich nicht Israel aus Ägyptenland geführt und die Philister aus Kaftor und die Aramäer aus Kyr? Und Gott behandelt eben alle Menschen auch gleich, ihren Umständen entsprechend. Und so sagt er nun, weil er alle Menschen liebt, wird er allen Menschen auch zu ihrer Zeit das Heil anbieten. Und für die Kuschiter, für die Äthiopier, kommt das im Großen und Ganzen zur Zeit des Millenniums. Aber wie wir bereits heute gesehen haben, in verschiedenen Stellen gab es außerordentliche Kuschiter, außerordentliche Äthiopier, die schon etwas von Gott verstanden. Und wie zum Beispiel der Kämmerer von Äthiopien, der getauft wurde, der bekehrt wurde, der den Heiligen Geist erhielt, der zurückging nach Äthiopien, um dort scheinbar das wahre Christentum zu verbreiten. Und später, wie ich sagte, war dann Äthiopien eine christliche Nation, aber da war dann viel Irrtum mit Wahrheit verbunden. Aber immerhin hatten die noch den Sabbat jedenfalls weiter beibehalten und die meisten orthodoxen Christen hatten das dann bereits schon abgelehnt im 4. Jahrhundert und haben dann natürlich auch die ganzen Jahrhunderte hinweg sich geweigert, den Sabbat heilig zu halten. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 18 an. Jesaja Kapitel 18 und in Vers 7. Denn auch da wird von der Bekehrung der Äthiopier gesprochen. In meiner Bibel heißt es hier als Überschrift für das gesamte 18. Kapitel Gottes Botschaft an das Land Kusch, also das Land Äthiopien. Und da heißt es in Vers 7, zu der Zeit, also wenn Jesus Christus zurückgekommen ist auf diese Erde, zu der Zeit wird das hochgewachsene und glatte Volk, das schrecklicher ist als sonst irgendeines, das bezieht sich jetzt auf ihre militärische Präsenz, das befiehlt und zertritt, dessen Land Wasserströme durchschneidet, die werden Geschenke bringen dem Herrn Zebaoth an den Ort, da der Name des Herrn Zebaoth wohnt, zum Berge Zion. Nun, warum würden die Äthiopier zum Berge Zion kommen? Das heißt hier, zu dem Ort, wo Gott wohnt. Was wird da geschehen? Nun, Jesaja hatte dies bereits klar und deutlich gemacht, und zwar im zweiten Kapitel. Jesaja Kapitel 2. Und lesen wir doch einmal diese sehr vertraute Stelle, angefangen in Vers 1. Eine Vision für die Zukunft. Aber eine Vision, die bald Realität werden wird. Da sagt er in Jesaja Kapitel 2 und Vers 1, dies ist es, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge, über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen. Und viele Völker werden hingehen, und damit sind auch die Äthiopier mit eingeschlossen. Und die werden sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Deswegen werden sie zu Zion gehen, weil sie wissen, dass Jesus Christus in Jerusalem herrschen wird. Und sie werden nach Jerusalem kommen, um von ihm Weisung zu erhalten, wie der Kämmerer von Äthiopien damals nach Jerusalem kam, um dort anzubeten. Und schauen wir, was geschehen wird. In Vers 4, und denken wir daran, Äthiopien, diese kriegsführende, mächtige Macht, die sogar noch am Anfang des Millenniums teilhaben wird an diesem Aufstand, diesem kriegerischen Aufstand gegen Israel und Juda. Schauen Sie, was die Änderung bewirken wird. Vers 4, und er, Christus, wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker, und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk wie das andere das Schwert mehr erheben. Schauen Sie, dann wird es keinen Krieg mehr geben. Und sie werden hinfort nicht einmal mehr lernen, Krieg zu führen. Sie werden erkennen, weil sich ihre Gesinnung ändert und geändert hat, dass Kriegführung eine falsche Lebensweise ist. Heute wissen das die meisten Menschen nicht. Heute meinen sie, sie müssten selbst Krieg führen, um irgendetwas zu erreichen, weil sie eben den Geist Gottes noch nicht in sich haben, weil sie die Gesinnung Gottes noch nicht erkannt haben, weil Gott ihnen diese Gesinnung noch nicht gegeben hat. Aber die Zeit wird kommen. Und hier sehen wir im Millennium, zu Anfang des Millenniums, dass die Äthiopier diese Gesinnung erhalten werden. Und sie werden dann auch danach handeln. Sie werden in der Tat als den wahren Gott erkennen. In Jesaja Kapitel 45. In Jesaja Kapitel 45 lesen wir Vers 14. Jesaja Kapitel 45 und lesen wir Vers 14. So spricht der Herr.
Der Ägypter, Erwerb, und der Kuschiter, Gewinn. Gewinn kann sich also auch auf Handeln beziehen. Und wir hatten ja bereits gesehen, dass auch die Äthiopier heute noch eine sehr gute wirtschaftliche Macht darstellen. Die haben also schon Gewinn, aber alles das wird letztendlich jemand anderem übergeben werden. Das heißt hier, der Ägypter Erwerb und der Kuschiter Gewinn und die hochgewachsenen Leute von Seba oder auch Saba, wie es übersetzt werden kann, also der Äthiopier, die werden zu dir kommen, zu den Nachfahren des Hauses Israel und Juda und dein eigen sein. Und sie werden dir folgen, in Fesseln werden sie gehen. Mit anderen Worten, sie werden zunächst einmal in Sklaverei sein, aber Christus wird auch sie aus der Sklaverei befreien und werden zu dir kommen und niederfallen und zu dir flehen. Nur bei dir ist Gott und sonst ist kein Gott mehr. Schauen Sie, die werden erkennen, dass Gott der wahre Gott ist. Und sie werden dann Gott auf die richtige Weise anbeten. Ja, sie werden den Sabbat halten, aber nicht nur den Sabbat, und zwar auf richtige Weise, sondern auch all die anderen Gebote und Gesetze, die Gott uns gegeben hat, die heute von dem orthodoxen Christentum im Großen und Ganzen abgelehnt sind und abgelehnt werden. Aber auch die, die dann noch leben werden im Millennium, werden zur Wahrheit kommen. Und alle die, wie wir wissen, die gestorben sind, bevor Christus das Millennium errichtet, die werden dann ihre Gelegenheit haben in der sogenannten zweiten Auferstehung. Sie werden dann hochkommen und werden dann ebenfalls die Möglichkeit erhalten, die Wahrheit zu erkennen und danach zu leben, wenn sie es wollen. Also wie gesagt, diejenigen, die gestorben sind, sie haben vielleicht Verwandte und Freunde, die gestorben sind. Sie brauchen sich jetzt keine Sorgen darum zu machen, dass sie vielleicht in der Hölle sind, denn die meisten, das kann ich mit Sicherheit Ihnen verkünden, die haben die sogenannte unvergebbare Sünde keineswegs begangen, da sie haben noch nie die Gelegenheit gehabt, Gott wirklich zu erkennen. Sie werden die Gelegenheit erhalten, der zweiten Auferstehung. Und sie werden dann hoffentlich den Weg der Wahrheit einschlagen. Und wenn ich von der Hölle sprach, möchte ich auch hier betonen, dass eine solche Hölle, wie man sie sich vorstellt, wo also die Menschen da im Höllenfeuer braten für die Ewigkeit, so eine Hölle gibt es ohnehin nicht. Das ist auch wieder eine heidnische Erfindung, die keineswegs aus der Bibel stammt. Aber zum Abschluss möchte ich noch eine sehr positive Stelle vorlesen, und zwar in den Psalmen. Im Psalm 68 gibt es nämlich noch eine weitere Prophezeiung, die sich auf Äthiopien bezieht. Eine sehr positive, ermutigende Prophezeiung. Und wir sehen, was hier für Äthiopien gesagt wird, wird eben auch für viele andere Menschen gelten. Psalm 68, angefangen Vers 31, aber dann möchte ich hauptsächlich Vers 32 vorlesen. Aber es heißt hier, bedrohe das Tier im Schilf, also Gott wird hier angesprochen, die Rotte der Mächtigen, die Gebiete der Völker, tritt nieder, die das Silber lieb haben, zerstreue die Völker, die gerne Krieg führen. Schauen Sie, ein Gebet an Gott, die Völker zu zerstreuen, die gerne Krieg führen. Das hört sich nicht so an, dass Gott sehr für Krieg ist, meinen Sie nicht auch? Und dann sagt er hier in Vers 32, aus Ägypten werden Gesandte kommen, Mohrenland, aber auch eine unglückliche Übersetzung, die Elberfelder Bibel sagt klar und deutlich Äthiopien. Es geht hier um Äthiopien, das Land der Kuschiter. Äthiopien wird seine Hände ausstrecken zu Gott. Die werden also Gott anbeten. Eine Prophezeiung, Gott sagt, so wird es kommen, schauen Sie. Es wird dahingehend kommen, dass die Äthiopier auch zur wahren Bekehrung kommen, den wahren Gott anbeten werden. Eine wunderbare Zeit wird das sein im Millennium, wenn alle Menschen letztendlich ihre Augen geöffnet bekommen und erkennen können, wer und was Gott wirklich ist und wie man leben muss. Leider wird es vorher zu schrecklichen Geschehnissen noch kommen müssen, weil zurzeit die Menschen im Großen und Ganzen nicht bereit sind, dies zu akzeptieren, Gott, den wahren Gott anzunehmen, anzuerkennen und anzubeten. Und Gott wird dann mit einer Sprache zunächst einmal zu uns sprechen müssen, die wir verstehen, sodass wir zu unserer Besinnung kommen, sodass wir erkennen können, wie falsch unsere Wege gewesen sind und sodass wir endlich dann den wahren Weg des Friedens, den wahren Weg der Liebe und der Erkenntnis dann einschlagen können. Das waren ein paar Bemerkungen heute über Äthiopien, eine, wie ich Ihnen ja zu Anfang der Predigt sagte, sehr interessante Abfolge von Prophezeiungen, die eben noch in Erfüllung gehen werden, die in der Wiederkunft Jesu Christi dann gipfeln werden und in der Bekehrung des äthiopischen Volkes. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Musik.